Fünf. Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen beim Video Game Trash Adventskalender von Orbit, heute mit Jurassic Park und ich bin Weidemann von Schroff gezockt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Einladung, hat mich tierisch gefreut, bei diesem lustigen Plan, den ihr habt, mitzumachen. Ich habe den Männlichkeitsmuffin schon gestellt, damit ich hier das Zeitlimit nicht überschreite, denn die Story, die ich euch zu erzählen habe, die nimmt, glaube ich, echt schon so 2-3 Minuten Anspruch, die überhaupt zu erzählen. Ja, ich habe eine extrem enge Verbindung zu Jurassic Park, denn als Kind wollte ich damals alles davon haben. Der Film hat mich umgeblasen, ich wollte dann die Bücher, die Spielfiguren, was weiß ich. Und als es dann hieß, jawohl, von dem Spiel kommt ein Videogame, bin ich mit meinem Gameboy fast täglich zu Fotopost gerannt. Vielleicht kennt ihr das noch, so ein Einzelhandelsladen mit ungefähr so einer Gameboy-Vitrine mit 3 Spielen drin. Und habe ihn jedes Mal gefragt, ist Jurassic Park schon da? Ist das Spiel schon da? Und er hat mir jedes Mal gesagt, nein, das Spiel ist nicht da, bis er irgendwann mal so schlau war und hat sich nach dem Veröffentlichungsdatum schlau gemacht. Hat er mir dann irgendwann gesagt, Junge, das Spiel kommt erst in 3-4 Monaten raus, also mach mal keine Panik. Mit dieser Neuigkeit konnte ich natürlich nach Hause gehen und bin dann, ich sag mal, so eine Woche vor Veröffentlichung wieder zu dem Laden hin, täglich natürlich wieder, weil ich dachte, ey, wer weiß, vielleicht hat er das schon eher in seinem Laden stehen. Bis der mir dann sagte, Junge, mach dir nicht so einen Stress, lass mir einfach deine Telefonnummer da, ich rufe dich an, wenn ich es auspacke. Ne? Und gesagt, getan, irgendwann rief er dann tatsächlich an und sagte, Junge, Jurassic Park ist da, mach dich auf den Weg, ich verkaufe sie für 50 Euro. 50 Mark natürlich damals noch. Ne? Und ja, Leute, ihr habt mich noch nie so schnell rennen sehen. Ne? Ich bin dahin gerannt, ich bin auch wieder zurückgerannt, um es möglichst schnell in meinen Gameboy zu stopfen. Und jetzt muss ich auch noch schnell machen hier. Es war natürlich dann für mich eine absolute Enttäuschung. In der Fernsehwerbung war oft eigentlich nur die Mega Drive-Variante zu sehen und nicht so ein Top-Down-Shooter. Ich sag mal, heutzutage ist das Ding echt nice, ne? Wenn man es sich mal so anguckt, schön gezeichnet, liebevoll und so. Und ist eigentlich auch ein schöner Klassiker von Ocean. Aber damals hat mich das Ding einfach nur enttäuscht. So ein bisschen wie so ein Weihnachtsgeschenk, was man nicht haben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, so lange hast du darauf gewartet und jetzt ist das so eine Enttäuschung. Schade. So viel zu meiner Story von Jurassic Park. Ich hoffe, es passt ein bisschen in die Weihnachtszeit. Macht euch eine schöne Adventszeit, lasst euch reich beschenken und hoffentlich nicht so enttäuschen wie ich damals. Ich bin der Weidemann von Schroff gezockt und sage viel Spaß noch und bis dahin. Kutsch.